Also ich fahre hier die ganze Zeit zwischen Seen durch. Ich weiß nicht, ob ihr das hier auf dem Garmin seht. Rechts und links, überall immer Seen, die man so zwischen den Bäumen durchblitzen sieht. Leute, irgendwie kommt man an diesem Thema Gravel ja gar nicht mehr vorbei. Aber was hat es damit auf sich? Warum macht das jeder? Und jetzt hat ja sogar der gute Freeride Flo so eine kleine Bikepacking-Tour gemacht. Und Bikepacking ist ja auch irgendwie ein Riesending. Und irgendwie glaube ich, jeder hat schon mal ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, das auch mal auszuprobieren. Und unter anderem habe ich auch schon öfter darüber nachgedacht. Schon letztes Jahr im Winter habe ich gedacht, irgendwie hätte ich auf das ganze Thema mal Bock. Aber habe irgendwie es nicht übers Herz gebracht, Geld dafür auszugeben. Weil meistens ist es eher so, wenn ich mal Zeit habe, freizeitmäßig Fahrrad zu fahren, fahre ich meistens lieber Mountainbike. Aber nichtsdestotrotz hat mich das ganze Thema irgendwie nicht so richtig losgelassen. Und dann habe ich mich entschieden, das Ganze mal auszuprobieren. Allerdings gibt es von vornherein schon einige Probleme. Und das erste Problem, bevor wir jetzt überhaupt aufs Rad steigen, ist, was ziehe ich überhaupt an? Ich habe nur Mountainbike-Klamotten und ich werde jetzt mal mein Outfit zusammenstellen fix. Und dann seht ihr einmal den Prototyp Mountainbiker steigt auf Gravelbike um und das wird auf jeden Fall lustig. So, mein Outfit der Wahl ist natürlich nicht Cappy, ne? Da kommen wir gleich noch zu, sondern ich werde einfach hier so ein sportliches Tanktop anziehen, dann eine kurze Mountainbike-Hose und Schuhe wird auch toll, passt auf. Schuhe habe ich mich einfach für Vans entschieden, weil mit denen tanze ich sonst und die haben auch guten Grip. Aber den Helm werdet ihr gleich eh beim Fahren sehen. Ich zeige euch jetzt erstmal das Fahrrad, was hier ist. Ja, es ist ein Stevens, ich glaube Prestige heißt das gute Modell. Und da muss ich zwei Leuten besonders danken. Einmal dem Thomas, der das grundsätzlich erstmal möglich gemacht hat. Und zweitens Bike & G Clemens, vielen lieben Dank, dass ich das Ganze hier testen darf. Es ist eine Leihgabe, das heißt, ich habe mir tatsächlich keins gekauft. Und ich glaube, es wäre auch so ein bisschen außerhalb meiner Preisklasse. Ich meine, es liegt so zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Hat halt schon zumindest hydraulische Bremsen, das ist halt stark. Dann hat es schon eine relativ gute Schaltung, soweit ich weiß. Ich habe ja überhaupt keinen Plan von diesem ganzen Thema. Pedale fahre ich übrigens ganz normale Mountainbike-Flat-Pedale. Und die hat der Thomas schon drauf gemacht, damit ich eigentlich direkt loslegen kann. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin null vorbereitet. Ich habe keine Top-Tube, ich habe keinen Getränkehalter, ich habe keine Halterung fürs Handy, weswegen ich auch keine Tour fahren kann, so geführt, sondern ich fahre mehr oder weniger einfach drauf los und guck mal, wie sich das anfühlt. Ja, ich werde mich jetzt fertig machen und dann schmeiße ich mich aufs Rad und wir fahren einfach irgendwo hin und gucken mal, wie das Ganze sich so anfühlt. Leute, das macht schon Bock, wie einfach das ist, damit zu pedalieren. Das ist schon krass. Also das ist jetzt gemütliche Trittfrequenz. 36. Erster Waldweg. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Mit so einem Rad. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, wo ich bin genau. So Leute, jetzt seht ihr immer die Realität. Guckt mal, wie peinlich ich aussehe. Also die Brille ist von der Michi. Die Halbschale der Thomas mir irgendwann mal gegeben. Ey, also es macht Spaß, auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen komisch. Also es ist wirklich ein bisschen komisches Gefühl. Also so von mir selber, ne? So, ich denke so, also normalerweise ist mir echt voll egal, was Leute denken, aber irgendwie, ich meine, guckt mich an, die Leute
vor allem die Rennradfahrer denken sich, Junge, was ist mit ihm? Hat der an? Also, und auf der Straße ist man auf jeden Fall richtig schnell. Ich werde jetzt mal gucken, wie schnell man hier jetzt wird. Aber ja, ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Aber es ist nicht, also bisher nicht sonderlich anstrengend, weil einfach, ja, nicht relativ viel, also nicht viel Steigung und so, ist entspannt. Aber gucken, vielleicht, wenn ich später zurückfahre, muss ich auf jeden Fall berghoch und dann wird es ein bisschen spannender. Doch ein bisschen ein Problem damit, schnell zu fahren. Aber auch jetzt, 25, kann man, glaube ich, so einen easy Schnitt fahren mit. Auf entspannt. Geht's bergab. Wurzeln. Ey, das war gruselig. Also, einen kleinen Trail würde ich damit nicht fahren. Ich finde auch die Bremse mega schwer zu dosieren, obwohl es eine hydraulische ist. Das war jetzt ein bisschen gruselig. Erschreckend, wie krass schnell man wird mit sehr wenig Anstrengung. Das ist schon geil. Aber gleichzeitig würde ich mich auf einem Waldweg oder so mit dem Rad nicht sicher fühlen. Komisch, ne? Aber ist auch vielleicht Gewöhnungssache. Ich glaube, ich muss die Uhr ausmachen. Wegen GPS. Die macht das nicht übers Handy, sondern über die Uhr. Ich habe jetzt 10 Kilometer, 34 Minuten. Nicht sonderlich schnell. Aber Tatsache, 19% Akku nur noch. Dann hoffen wir mal, dass sie jetzt einfach so ein bisschen automatisch trackt. Aber die erste halbe Stunde haben wir schon mal so einen Wert. Also, ich will kein Jammerlappen sein, aber ey, mir tut der Nacken weh von der Haltung. Mir tut die Brille weh auf der Nase. Ich glaube, das Projekt ist schon fast gescheitert, ey. Aber ich habe auch schon so ein paar Gedanken zu dem Thema Gravel jetzt. Krass ist, die Pedalen sind so nah am Boden, ne? Also man hat wenig Bodenfreiheit. Und ich habe ein paar Mal immer mich erwischt, dass ich die Fersen runternehme. Und dann schleife ich halt am Boden, ne? Auch gewöhnungsbedürftig. Also eigentlich habe ich jetzt einen guten Plan. Ich fahre gerade dieselbe Straße wie gerade eben, weil ich auf die andere Straßenseite will. Ah, da vorne kann ich rüber. Ich wurde mal mit meinem Straßenrad angehalten. Strafe bekommen, dass ich 5 Meter um eine Kurve gefahren bin auf der falschen Seite, weil ich gerne auf die andere Seite wollte, weil die so uneinsichtig war und so. Ich habe jetzt einen groben Plan, wo ich lang fahre und so, was das Ziel ist. Und da versuchen wir jetzt hinzukommen. Ich habe keine Ahnung, wie weit es ist, aber ich habe noch 2 Stunden, bis dunkel wird, also alles gut. Die Sonne raus. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist das halt als Ausdauertraining zu machen, weil das irgendwie ein bisschen geiler ist als bergauf zu fahren. Bergab nicht. Aber ich war echt ein bisschen mehr gehypt, als es jetzt so ist. Vielleicht muss man auch in dieses Ausdauer-High irgendwie rein oder tolle Orte sehen. Keine Ahnung. Ich habe leider gar keinen Bock mehr auf Straße. Deswegen versuchen wir jetzt hier unser Glück. Also so auf Schotter. Boah, ist das echt nicht so übelst geil. Scheiße, Leute. Ich glaube, ich bin einfach im Kreis gefahren.
Das ist die Straße, wo ich eben drauf war. Und ich glaube, ich bin einfach so einmal eine extra Runde gefahren. Ach, drauf geschissen. Ich fahre jetzt einfach weiter an der Straße lang. Ja, ich bleibe einfach jetzt auf der falschen Seite hier. Auf der anderen Seite keinen Radweg gibt. Ich stehe nicht drauf, auf so Schnellstraßen auf der Straße zu fahren. Das ist das erste Mal, dass ich mich quälen muss, ein bisschen. Und ich muss sagen, das ist gar nicht mal so cool. Aber was soll's. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen besser essen sollen heute. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie weit ich gefahren bin. Aber ich bin jetzt 2 Stunden unterwegs. Also wenn ich... Nee, anderthalb. Ich glaube nicht, dass ich den Pace gehalten habe vom Anfang. Also so ungefähr ist es so knappe 30 Kilometer wird sein. Aber mir reicht's auch. Ich will was essen. Ich glaube, deswegen nehmen sich die ganzen Rennradfahrer, Gravelfahrer immer diese Gels mit. Ich merke, wie ich richtig leer bin. Das Einzige, was ich zu mir genommen habe heute, war ein Proteinshake nach dem Gym. Und das war's. Das heißt, nicht besonders viel. Aber wenn ich den Berg jetzt geschafft habe, dann geht viel bergab und dann nur noch einen einzigen Berg. Und dann ja, fast schon wieder zu Hause. Das Geile ist, vom Gefühl her kann ich heute alles essen, was ich will. Die Uhr sagt jetzt schon, ich habe 3300 verbrannt und wir haben jetzt gleich erst 20 Uhr. Also alles ist drin heute. Wenn ich jetzt rechne, Proteinshake 200-300 Kalorien, das heißt, mein Abendessen darf 3000 Kalorien haben. Also zum Kalorienverbrennen ist das schon eine geile Sache. Falter, wie weit noch bitte? Es zieht sich so krank. Ich dachte nicht, dass ich so weit weg bin. Auf meinen ersten Mountainbike-Touren werde ich mich auch mal verfahren. Ne? Also, boah, unter Rücken tut auch weh. Hier in der Hütte sind früher immer gestartet, um mit der Schule Waldlauf zu machen. Und dann gab es hier so einen Rundkurs. Den konnten wir laufen, das heißt, es ist jetzt nicht mehr weit. So, jetzt sind wir fast raus aus dem Wald, Leute. Ah, Stevens Prestige, erste Testfahrt. War eine schöne Runde. Spannend, so was Neues auszuprobieren. Was ich gar nicht so einfach finde, ist die Bremsen zu dosieren. Das ist nicht das Normale so. Ah. Ich habe eben zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen blockiert, aber der Druckpunkt zum Beispiel kommt auch sofort bei der Bremse. Naja, Leute, ich werde euch zu Hause Feedback geben, was ich denke. Aber erstmal ist also als allererstes Essen angesagt. Auf jeden Fall zu 100%. Muss erstmal gegessen werden, weil sonst keine Energie. Ist die Tour echt ein bisschen länger geworden als geplant. Ich hätte die 40 Kilometer oder so haben wir schon voll gemacht. Das ist wahrscheinlich keine lange Strecke, aber ich wollte eigentlich viel weniger fahren. Weil morgen Fahrtechnikkurse, ich war schon im Gym und alles. Und eigentlich wollte ich nur ganz gemütlich testen, wie sich das Ding fährt und ob mir das Bock macht.
aber ich glaube, ich muss noch ein, zwei Mal fahren, um zu checken, ob mir das Bock macht. Vielleicht schaffe ich es auch mit Marc eine Runde zu drehen, dass man gemeinsam mal so fährt. Ich glaube, das wäre eine gute Sache. Naja, ich melde mich zu Hause mit Feedback. So Leute, es ist nun ein paar Tage später, also eigentlich sogar schon eine Woche oder so, und ich bin noch ein paar Mal mit dem Gravelbike im Alltag gefahren und möchte euch jetzt einfach mal meine Gedanken teilen und mein erstes Fazit geben. Punkt Nummer 1, ich glaube, das ist ein super cooles Ausdauertraining und es ist ein super cooles Tool, um wirklich zu reisen. Und genau das ist für mich auch das Stichwort. Für mich ist Radfahren nicht so ein Sport, wie ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe und was für meine Figur tue und für meine Gesundheit und so, sondern Radfahren ist für mich etwas, um den Kopf frei zu kriegen und um Spaß zu haben. Und beim Gravelbiken hat mir zwei Dinge einfach gefehlt. Und zwar Nummer 1, dass ich das mit jemandem zusammen mache. Ich glaube, es macht viel, viel mehr Spaß. Leider hatte ich die Gelegenheit noch nicht. Und ich glaube, das, was mir am meisten Spaß machen würde, ist Punkt Nummer 2, und zwar damit wirklich zu reisen. Das heißt, wirklich Setup packen und dann einfach losziehen und sich ein Ziel suchen und da einfach ja, hinzufahren und so ein kleines Abenteuer zu erleben. Ich glaube, dafür ist das mega gut und das, glaube ich, würde mir auch taugen. Ich hoffe, dass ich das irgendwann mal machen kann. Ich werde jetzt demnächst das Bike ja wieder abgeben müssen. Das heißt, damit so eine Tour zu machen von, weiß ich nicht wie viel, 100 Kilometer, finde ich auch nicht angebracht für dann so ein Rad, was ich nur ganz kurz mal ausgeliehen habe für ein, zwei Wochen. Da will man ja nicht so viel Verschleiß drauf fahren. Ne? Und dafür brauche ich allerdings, glaube ich, auch irgendwie ein, zwei Leute, die darauf Bock haben. Das heißt, wenn da draußen irgendwie mal ein paar Freunde von mir Bock hätten, das zu machen, und da denke ich besonders gerade an alle YouTube-Kollegen, die vielleicht mit auch am Farkasee waren, wenn einer von euch sich angesprochen fühlt oder inspiriert dazu, lasst uns sowas mal machen. Also ich hätte da Bock drauf und würde es sehr, sehr gerne mal ausprobieren. Und dann muss ich mir halt notgedrungen auch so ein Ding zulegen und halt natürlich alles an Zubehör. Allerdings ist es so, wenn ich eine Stunde Zeit habe, am Ende des Tages würde ich mich wetterunabhängig immer für das E-Bike entscheiden, um Abfahrten zu fahren. Zumindest ist es Stand jetzt so, dass ich das so machen würde. Und das ist auch okay so. Ich finde, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal Gravelbiken und wirklich Mountainbike bzw. Downhill Gravity Mountainbike fahren. Und man kann es gar nicht miteinander so wirklich vergleichen. Ich verstehe auf jeden Fall den Reiz an der ganzen Sache und stehe dem Ganzen nicht negativ gegenüber, sondern finde es eine coole Sache. Auch als Fortbewegungsmittel ist das eine coole Sache, weil man einfach wirklich hier in der City und so super schnell überall ist mit dem Rad. Und ich fahre auch ja sowieso im Alltag mega viel mit dem Fahrrad. Allerdings da immer mit meinem Alltags-E-Bike, was ihr auch kennt von dem Video E-Bike unter 1000 Euro. Naja. So viel zu meinen ersten Gedanken zum Thema Gravelbike. Schön, dass ihr zugeschaut habt und vielleicht habe ich dem einen oder anderen da draußen so ein bisschen geholfen, der auch mit dem Gedanken spielt und vielleicht kann er so ein bisschen relaten zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe und dann hast du vielleicht nicht die Möglichkeit, dir so ein Ding zu leihen, sondern dir hilft einfach mein Feedback. Leute, wir sehen uns in den nächsten Videos wieder, dann wieder wie gehabt mit normalem Content, nicht auf dem Gravelbike und ja. Lasst gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.